willkommen zu einem weiteren Part bei Guild Wars 2 Lebendige Welt Staffel 3. Wir sind im Blutsteinsumpf. Die erste Karte, nachdem wir mit der Story dorthin gekommen ist. Und wir werden die heute mit Plischard wieder zusammen erkunden. Und haben durch die Story, durch die letzten drei Folgen schon ein bisschen was erkundet. Wir haben schon zwei Wegmarken und drei Sehenswürdigkeiten. Ich habe es bei Plischard wieder eingestellt. Einfach hier oben drauf alle Marke anzeigen. Und bin dann hier auf Map Complete Living World Season 3. Und dann kann man sich hier die Karten zusammenstellen. Und zwar habe ich jetzt den Greif genommen als Routenlayout, weil Barfuß wäre, glaube ich, ein bisschen zu schwer, würde ich jetzt mal sagen. Und haben dann hier den Blutsteinsumpf mit den Wegmarken, Sehenswürdigkeiten und Panoramen. So, wenn wir es schaffen, werden wir im Anschluss dann noch ein bisschen Geschichte machen. Ich denke, wir werden nicht sehr, sehr lange brauchen. Und wir sehen hier das Overlay wieder, gehen auf unsere Himmelsschuppe und holen uns dann mal so Stück für Stück die Karte, um sie zu erkunden. Kann sein, dass wir den schon haben. Ja, den haben wir, glaube ich, schon. Ich bin sehr gespannt, wie die Route diesmal ist, wie sie sich das so zusammengestellt haben zum Erkunden. Und wir haben das erste Panorama. So, das haben wir auch geschafft. So, jetzt dürfen wir wieder hier hoch und nach da drüben. Okay, weil wir haben hier eine Wegmarke. Sehr cool. Und dürfen dann nach oben. Okay, da müssen wir jetzt ein bisschen die Aufwinde benutzen mit der Himmelsschuppe. Da ist der Greif natürlich ein bisschen idealer. So, aber wir schaffen das mit der Himmelsschuppe. Das ist überhaupt kein Problem. So, zack, einmal neu laden. Und jetzt müssen wir hier der Leylinie folgen und dann hier zum nächsten Punkt. Zack. Also natürlich kann man die auch sehr gut mit dem Gleitschirm erkunden, die Karte. Aber mit der Himmelsschuppe, mit dem Greif ist es natürlich schon ein bisschen einfacher. Und dann haben wir schon wieder nächstes Panorama. Das geht ja rucki-zucki hier. So, zack. Da ist der Riesenkrater, in dem wir der letzten Folge ein bisschen was gemacht haben. Sieht ultra aus. Also wirklich mega. So, wo geht's jetzt hin? Jetzt müssen wir hier rüber. Ah, weil da eine Sehenswürdigkeit ist. Ah, die haben wir schon. Okay, die haben wir schon. Und jetzt geht's hier nach oben. Unten. Die haben wir auch. Hui, jetzt sind wir gleich in dem Paktflottenstation, wo wir die ganze Zeit mal waren. Den Punkt haben wir auch. Schon faszinierend, wie die Karte so per Overlay gemacht ist, dass man die so erkundet und das auch super effizient ist. Also das ist mega, mega cool. So, hier haben wir auch einen Punkt. Den haben wir. Und dann schauen wir mal. Hier sind auch überall Miesmuscheln, die man sich dann ernten kann. Risseingang, da ist ein Risseingang. So. Aber ich glaube, das ist von Secret of the Obscure, die Risse. Da haben wir dann die letzte Wegmarke auch schon.
Beziehungsweise die haben wir, ne? Ja, die haben wir schon, genau. Wir haben Blutstein abgeerntet. So. Hui, oh mein Gott. Jetzt müssen wir hier runter. Ah, da ist die Wegmarke, die wir, glaube ich, gesucht haben. Ne, das müsste die letzte jetzt sein. Genau, alle vier Wegmarken haben wir. 85% der Karte einfach schon. Wahnsinn. Gut, das ist eine kleine Karte. Da darf man nicht so viel erwarten. Aber dennoch ist trotzdem Wahnsinn, wie schnell das geht. Genau, und hier waren wir ja in der letzten Folge. Und da ist auch ein Panorämchen. Ne, Panorämchen? Aufgeladen. Machen wir dich mal kurz kaputt. Na! Ja, klar. Genau. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. So, schnell raus da, bevor irgendwas explodiert und einen umbringt. Das ist schon... Es sieht mega cool aus, finde ich. Da ist jemand am Abbauen. Da hole ich die Blutsteinkristalle. Wahnsinn, oder? So. Wir haben alle Panoramen. Wow, uns fehlt nur noch eine Sehenswürdigkeit. Dann haben wir es komplett geschafft. Da unten ist schon das Ziel. Genau. Zack. Ja, wir haben es geschafft. Die Karte ist erkundet. Wir haben, glaube ich, vielleicht so 5 Minuten höchstens gebraucht. Das können wir mal kurz abbauen. Ah, ne, ich habe ja drin. Ist sehr gut. Mal gucken, was wir bekommen. Wir bekommen einen berserkerhaften Seherüberwurf. Das ist göttlich. Wir kriegen eine Transmutationsladung. Und ein Blutsteinrubin. Nice, dankeschön. So, da wir ja noch Zeit haben. Das Schöne ist, wir haben hier ganz viele Beherrschungspunkte auch. 1, 2, mal gucken, ob wir auf den anderen eben auch welche haben. Ne, nur 2. Okay, aber trotzdem, immerhin 2 Beherrschungspunkte, die man sich noch dazu holen kann. So, dann machen wir mal Story weiter. Karte haben wir erkundet. Und jetzt geht's weiter. Festung des Beichtvaters. Okay. Ich bin sehr gespannt. Wir haben hier Kanach, Hellöchen und Marjorie. Kanach, freut mich, dass ihr noch lebt. Ich hatte befürchtet, die Explosion hätte euch erwischt. Beinahe. Aber dann doch nicht. Ging mir genauso. Und eure Soldaten? Manche suchen immer noch nach euch. Die anderen bilden einen Verteidigungsring um diesen Ort. Ich wollte mich persönlich um den Minister kümmern. Ich brauche euch dort wirklich nur zur Bestätigung der Sachlage, falls etwas schief geht. Okay. Obendrein liefen mir diese beiden Delinquenten über den Weg und ich dachte mir, für die Drachenwacht wäre das sicher kein Problem. Marjorie Ridlock, gerade rechtzeitig, um uns zu helfen, Cordecus aufzuspüren. Ganz Götterfels hat sich darüber das Maul zerrissen. Kanach. Ihr seid hier auf Befehl von... Gräfin Anis ist sehr besorgt um Caudecos Wohlergehen. Ich soll ihn nach Hause bringen. Es sei denn, der, bis die Schuld erwiesen ist, unschuldige Minister tut etwas, das eine Änderung dieser Pläne nach sich zieht. Sie muss sehr hoffen, dass sich eure Pläne ändern. Man hat mir nahegelegt, nicht viel darüber preiszugeben. Aber so viel will ich sagen. Ja. Ehe wir ihn finden... Caudecus könnte derjenige sein, der die Blutsteinmagie konsumiert hat. Wenn das so ist, könnte er etwas stärker sein, als wir alle im Gedächtnis haben. Mhm. Wenn das so wäre, könnten wir ihn nicht einfach auf Kryter loslassen. Oder vielleicht hatte es diesmal auf ganz Tyria abgesehen. Ich will nur Anis Leine abstreifen. Die Rettung der Welt wäre dabei relativ nebensächlich. Oha. Wir haben Gesellschaft. Niemand erzürnt den weißen Mantel. Ich werde sicher Erfolg haben, wo andere versagen. Stein und Bein. Da sind wieder welche. Spürt das Brennen. Feuer. So mache ich das. Weiter. Abkühlung. Das ist falsch. Aufgeladen. Über. Hart wie ein Herz. Stein und Bein. Spürt das Brennen. Aufgeladen. Kalte Kraft. Ich entwickle mich weiter. Überflutet.
Wer hat denn das jetzt gesagt, dass er sich weiterentwickelt? Das war ja ganz creepy. Ey, wieso nimmt ihr mir mein Leben so weg? Lasst das mal. Auf diese weiße Mantelwächter hat der Blutstein nicht die gleiche Wirkung wie auf die anderen, gegen die ich gekämpft habe. Okay. Sie müssen nach der Explosion gekommen sein. Dann sind sie mit Caudecus gekommen. Wir sind nah dran. Okay. Such nach Caudecus. Tür öffnen. Ich bin mal sehr gespannt. Okay. Passt auf, wo ihr hintretet. Das Ding habe ich gar nicht gesehen. Was dieser Ort auch war. Er war nichts für Unvorsichtige. Aufgeladen. Zu nah an diesem Blutstein. Meine Glieder sind ganz kraftlos. Ein magisches Gegenargument im Ärmel, Kommandeur. Ja, glaub schon. Wir haben es schon benutzt. Gute Arbeit. Haben wir's, okay. Dürfte ich euch jetzt bitten, dass ihr euch um die anderen kümmert? Ja, klar. So Stück für Stück. Okay, das haben wir auch. Da müssen wir einmal durch. Zack. Interessant. Ja. Wenn man der Magie dieser Blutsteine entgegenwirkt, kehren alle absorbierten magischen Eigenschaften zurück. Ich weiß da eine bestimmte Asura mit großen Ohren, die das für ihr Leben gern studieren würde. Das habe ich gehört. Okay, öffnen wir mal die Tür. Oh, das sieht schon ein bisschen anders aus. Perfekt, Schilde. Wie erledigen wir die? Diese Blutsteine können die Magie abziehen, wenn wir die Schilde im Strom einfangen können. Schnell! Erst Verteidigung. Haben wir's? Glaub schon, oder? Spür das Brennen! Nicht genug Energie. Aufgeladen! Jetzt nochmal. Kann man den denn werfen? Nee. Also man kann die sammeln, aber es passiert dann nichts. Auch gut. Spür das Brennen! Aufgeladen! Hui! Abkühlung. Wasser. Erst Verteidigung, dann Angriff. Okay. Mein Gott. Gleich haben wir einen Blutsteinbrocken absorbieren sämtliche Energie in der Nähe. Ja. Wenn der Kommandeur recht damit hat, dass Caudecus weg von mir. Könnte das praktisch sein. Okay. Dann schauen wir mal. Okay, wir haben wieder eine Tür. Mal gucken, wen wir jetzt vor uns haben. Aufgeladen. Ah, wir kämpfen dann da drinnen, ne? Oh Gott, oh Gott. Arbeitet schneller. Was? Deine sammeln sich ja nicht von selbst. Okay. Klingt, als wäre da vorne was. Lasst mich die Führung übernehmen, Ridlock. Okay, dann bitte. Ich habe genaue Anweisungen erhalten, wie diese Sache durchzuführen ist. Und ich will nicht, dass ihr mir das kaputt macht mit eurer Neigung, blind drauf loszuschlagen. Oh Gott. Wenn das ein Witz über Augenbinden ist. Würdet ihr die Tür übernehmen, Kommandeur? Jo. Minister Caudecus, ihr seid offensichtlich... Oh, er ist gar nicht hier. Ich wollte es gerade sagen, das war doch eine weibliche Stimme. Okay. Ihr kriegt ihn nie. Was? Spürt das Brennen. Oh. Okay.
Die hat gut Power. Ja klar, wieso hat es die nur auf mich abgesehen? Wo ist sie? Ah, sie ist mit meinen Feuerelementaren am Werkeln. Zerschmetterte Hammer. Angriffe begeistert von Blutsteinmagie. Ah. Müssen wir den kaputt machen? Okay. Den haben wir schon mal. Okay, sie hat auf jeden Fall eine Trotzbar und wuselt hier rum wie eine Irre. Oh, der nimmt mir voll das Leben weg. Ah, muss die da durchlaufen? Meinem Schild wird Magie entzogen. Ah. Überflutet. Okay, ich glaube, so langsam habe ich den Bogen raus. Oh, die schubst mich als. So, wo ist sie? Da ist sie. Boah, die schubst. Und? Ja. Aber sie ist immer noch unverwundbar. Aber ich habe das Ding wieder. Okay, soll sie mal da durchgehen wieder. Das ist ein schlauer kleiner Trick. Jetzt können wir sie angreifen, oder? Macht gibt mir recht. Spürt das Brennen! Bei allem Wind! So viel Kraft! Das hätte ich schon viel früher tun sollen! Ja. Oh, was macht sie jetzt? Nein, nicht! Da ist sie ja. Ach, wieso? Wirklich jetzt? So. Und jetzt muss sie da nochmal durch. Los! Ich spüre, dass meinem Schild Magie. Ich lasse mich hier nicht aufhalten. Okay, wir haben sie. Wir haben sie. Wir haben sie. Ist ganz schön hartnäckig, ey. Halleluja. Mehr. Ja. Mehr Kraft. Nein, kriegst du nicht. Wie fühlt sich das an, wenn man nichts ausrichten kann? So, okay. Da sollte sie ja jetzt durchkommen, ne? Ja. Und? Haben wir sie? Ja, Mann. Kriegen wir sie jetzt kaputt? Na komm. Wo ist sie? Ach, da hinten. Sie nicht gefunden, aber weg war sie. Wir haben sie. Boah, was eine Geburt. Man muss erst mal wissen, wie, wo, was, wie man da zurechtkommt. So, okay. Auf jeden Fall haben wir das jetzt geschafft. Gruppiert euch neu mit euren Verbündeten. Okay. Wie kommt ihr darauf, dass Caudicus wollte, dass sie Blutsteine sammeln? Hoffentlich, um seine Taschen zu beschweren, wenn er in irgendeinen See gesprungen ist. Er kann ja nicht weit weg sein. Geht weiter, Leute. Ja, außer der hat damit gar nichts zu tun. Kann natürlich auch sein, oder? Die freie Magie hier. Wir lassen uns mal überraschen. Es ist halt echt schon eine Ewigkeit her für mich. Ich habe Kommandeur. Grob storymäßig kaum einen Plan. Gesorgt, dass die Explosion sich umgekehrt hat? Okay. Kaith und ich haben den Explosionsort gefunden und herausgefunden, dass etwas oder jemand den Löwenanteil der Magie aufgesaugt hat. Seine Flucht scheint mir schon sehr zur rechten Zeit am rechten Ort vor sich gegangen zu sein. Ja gut, das ist Kaith, vielleicht auch nur Zufall. Der Explosion. Sie bat mich, ihr zu verzeihen, dass sie das Ei gestohlen hat und so. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich das könnte. Ich glaube nicht, dass Leute sich so sehr ändern können. Zynisch wie immer. Seht ihr, das ist der Beweis. Ich werde mich auch nie ändern. Da könnt ihr Kashmir fragen. Das stimmt. Es wäre schwierig für mich, Kaith ihre Taten vorzuwerfen, während Mordremos am Leben war.
Aber ja, sparen wir uns das philosophische Geplänkel auf, bis wir mit dem Minister fertig sind. Dann betten wir den guten Mann mal zur Ruhe. Ich vermute, ihr meint, bringt ihn zurück in Sicherheit. Menschenpolitik werde ich nie verstehen. Wieso komme ich mir vor, als wiederholte ich mich ständig? Ich befehle, ihr folgt. Oh. Ich habe keine Ahnung, woher diese Wahnvorstellungen kommen. Einen weißen Mantel, ist das klar? Einen! Minister, ich verstehe ja, aber Ruhe! Jetzt sagt mir nochmal, was dieser Steinhaufen da kann. Der Steinhaufen. Gibt es irgendwelche magischen Worte? Wie mächtig ist das Ding? Nun! Das ist er allerdings. Jo. Erinnert mich an einen Boss, den ich mal hatte, als ich jünger war, an dem Zuckerwatte stand. Sind alle bereit, den Laden aufzumischen? Zeit für euer Stichwort, Kommandeur. Jo, wir machen die Tür wieder auf. Minister Caudecus, ihr wurdet offensichtlich gefangen genommen von diesen Eiferern des weißen Mantels. Ich bin hier, um euch zu retten. Wo ist er dann? Ah, da oben. Zurückzugeleiten. Lassen wir doch die Spielchen, ja? Ignoranter Blätterheini. Ich werde erst nach Götterfels zurückkehren, wenn ich die Krone trage. Verstehe ich das richtig? Dass ihr zugebt, mit dem weißen Mantel in Verbindung zu stehen? Oh Gott, sind das viele! Oh mein Gott. Ich bin ihr oberster Anführer und sie werden mich tragen den ganzen Weg bis zum Thron Krytas. Sind das viele? Habt ihr das gesehen? Ja, und gehört. Dann, wie von Gräfin Anis verfügt, spreche ich hiermit das Urteil über euch, Caudecus Beetlestone. Mhm. Heute ist euer letzter Tag auf Tyria. Erlaubt meiner Klinge, euch Lebewohl zu sagen. Auf sie! Schaltet dieses Ding ein! Was haltet ihr von meinem neuesten Fund, Kommandeur? Das gute Stück war ein bisschen kaputt, aber ein paar Blutsteine... Ah, da müssen wir bestimmt wieder durch, ne? Dass glaube, der da Schaden kriegt, oder? Keine Blutsteinmagie absorbiert hat. Oh. Sonst wäre er selbst hier unten. Ah! Hiebe! Hiebe! Ich glaube, wir müssen erstmal die... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Machen wir den auch mal kaputt. Erst Verteidigung, dann Angriff. Und jetzt wieder durch ihn bestimmt, oder? Die Inferno! Hart wie ein Fels. Okay. Ihr haltet mich nicht auf. Das hat... Wir sind gefangen, oha. Und wir sind seine rechtmäßigen Erben. Nee. Oh, jetzt geht's los. Oh, guckt mal. Caudecus. Und den weißen Mantel führt ihr nicht an. Denn ich bin ihr Gott. Was? Das kann nicht sein. Baboom. Wo gehen die denn hin? Tschüss. Ich bin vom Mal gucken, wo sie hingehen. Zurückgekehrt. Da oben sind sie. Nein, wo gehen sie hin? Seid ein falscher Gott. Der aber hey, sie greifen die an. Leere Worte. Wie geil. Wir sprachen von der gespaltenen Zunge einer Schlange. Ah, da hinten ist der Lazarus. Und die Person, die ihn innehat, sind unbedeutend. Wir sind auserkoren, uns tugendhafterem Streben zu widmen. Ja. Ihr, die ihr wahrhaft an mich glaubt, ihr dürft gerne Zuflucht in meinem Licht suchen. Ihr, die ihr zweifelt, ihr dürft gerne brennen. Stein und Bein! Oh, der hat die alle zerstört. Wow, okay. Geht da nicht mit offenem Mund herum. Holt mich hier raus. Kanach. Nein. Shit. Boah, Mesmer. Verzeiht, Marjorie, ich meinte nicht Cass. Hilfreich, wenn man sie an seiner Seite hat. Ärgerlich, wenn nicht. Das stimmt. Ich verstehe. So, wie kommen wir jetzt hier hoch? Kommen wir hier hoch? Ja. Er ist fort. Tut mir leid, Kanach. Was immer ich tun kann, um euch bei seiner Ergreifung zu helfen. Von Lazarus gibt es anscheinend auch keine Spur. Der ist auch weg. Mossad. Wir sollten sofort die Königin warnen. Aber an Kryta schien er wenig interessiert.
Überraschend anders als das letzte Mal, als die Mossad ihre gruseligen Vogelfüße an Stellen setzten, an denen sie nichts zu suchen hatten. Marjorie, hattet ihr nicht eben gesagt, Leute könnten sich nicht ändern oder so? Tugendhaftes Streben könnte eine Menge heißen bei einem Mossad. Aber ich muss zugeben, ich bin neugierig. Genau. Sie könnten es für tugendhaft halten, aus euren Zähnen eine Halskette zu machen. Da Kaudekus keine Anzeichen zusätzlicher Kraft zeigt, denke ich, wir müssen davon ausgehen, dass es Lazarus war, der hinter der Explosion steckt. Wir müssen ihn finden, uns ein Bild davon machen, was er mit all der Magie vorhat. Kaudekus wird ihn auch zur Strecke bringen wollen. Er wird die Herrschaft über den weißen Mantel nicht so einfach aufgeben. Das eine wird uns unausweichlich zum anderen führen. Das stimmt. Da gebe ich ihm recht. Die neue Gilde zu gründen. Eine Krise, aber hoffentlich nicht das Ende der Welt. So habe ich Krisen am liebsten. Kommandeur, hört ihr mich? Ich habe Neuigkeiten. Ich bin hier, Tami. Was habt ihr? Es gibt da etwas möglicherweise ganz leicht, nur unwesentlich Katastrophales. Was? Ich habe der Karte endlich genaue Lay-Mess-Werte entlockt und festgestellt, naja... Was gibt es? Primordus ist aktiv. Was? Okay, also wir haben einen weiteren Altdrachen und haben es zu einst Festung des Beichtvaters abgeschlossen. Wow. Wir haben die erste Geschichte abgeschlossen. Wie cool. Ich würde sagen, wir quatschen kurz mit denen noch. Für euch Priorität hat. Meine Priorität ist leider beschlossene Sache. Sieht ganz nach der ersten Bewährungsprobe für die neue Gilde aus. Also nix wie rein ins Feuer. Tja, Ridlock. Ein Drache und ein Mossad. Irgendwie kommt's mir so vor, als wären wir umzingelt. Okay, wow. Wow. Wahnsinn. Okay, wir gehen jetzt mal raus. Und dann würde ich sagen, machen wir, glaube ich, Schluss für heute. Nicht, dass das alles in einer kleinen Überforderung gilt. Okay, wir haben auf jeden Fall den Typ gefunden, Kaudeus. Wir haben Mossad kennengelernt, der wahrscheinlich nicht so nur darüber erfreut war, dass der andere das weg will, also den weißen Mantel beherrschen will. Und wir haben herausgefunden, dass Primordus aktiv ist. Uff, okay. Und was haben wir Schönes gekriegt? Okay, ich würde sagen, für die heutige Folge machen wir allerdings mal Schluss. Wir haben Karte erkundet, bisschen Story gemacht und ich freue mich sehr, wenn wir uns dann das nächste Mal wiedersehen. Ich hoffe, du freust dich auch und würde sagen, ohne jetzt groß Zeit zu verlieren, machen wir Schluss und ich würde sagen, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dann. Ciao, ciao.